Wenn ich male, dann ist es immer wie so eine Art Selbstporträt von mir. Also es ist nicht ein visuelles Selbstporträt, es ist mehr ein emotionales. Und bei dem Bild habe ich zum Beispiel, also ich verwende sehr gerne diesen Charakter mit den langen, wehenden Haaren. Aber ich habe für dieses Bild zum ersten Mal eine zweite Figur mit reingebracht. Und habe mir so gedacht, es wäre eigentlich ganz schön, wenn ich für beide Figuren wie so eine Art eigenen Raum kreieren würde. Und das ist im Prinzip Grizzly. Und das Bild hier zeigt seine eigene persönliche Welt. Und Windy Cindy, so habe ich sie genannt, das ist Windys Welt hier drüben. Und also für mich ist es einfach nur wie so eine Art alternatives Ich, was ich in den Bildern ausleben kann.